Ja. 18:51 Uhr, aber wir starten pünktlich oder kurz nach 6. Hier ist 7, dann aber kurz nach 6. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit euch in Kommunikation treten kann. Ich bin einmal einerseits auf Zoom, andererseits bin ich ja auch, ist das ja auf Facebook übertragen. Und jetzt habe ich hier noch mein iPad und bin da auf Facebook und hier am Rechner auf Zoom. Ich sehe mich zweimal, aber ich weiß nicht, wie ich. Aber das kriege ich auch noch raus. Ich bin schon froh, dass ich so weit gekommen bin. Macht mir extrem Freude, muss ich sagen. Also kann ich auch mal ein bisschen erzählen, das haben wir noch Zeit. Ich bin jetzt wieder seit ein paar Tagen hier in Kapstadt, war vorher in der Nähe eigentlich, vielleicht 30 Kilometer entfernt, in St. James, in der sogenannten False Bay. Da sind die ersten Segler, haben gedacht, vielleicht die. Ach, da geht es um das Kap Hope, also um das Kap der guten Hoffnung, umgesegelt und dann sind sie in die Bucht gekommen, haben aber eigentlich gemeint, so, das ist die Spitze von, die südlichste Spitze von Afrika, ist aber nicht der Fall. Da gibt es noch ein bisschen entfernter, hier noch einen südlicheren Bereich von Afrika und auch von Südafrika. Natürlich dann. Ja, das ist, also ich muss zugeben, diese Zeit hier, ich bin jetzt seit November hier, bereite wirklich etwas sehr Intensives vor, habe mich sehr zurückgezogen. Im letzten Jahr war ich schon mal hier, auch in dieser False Bay oder an dieser False Bay, habe ich 4 Wochen, habe ich ein Buch geschrieben über Mitte-Schonen, über was sonst, über Mitte-Schonen. Und jetzt dieses Mal bereite ich noch ein Projekt vor, komme ich aber dann später mal. Also in einer der nächsten Zooms komme ich darauf zu sprechen. Aber jetzt geht es wirklich um die Grundlage Nummer 1 der Mitte-Schonen. So, 18:54 Uhr haben wir ja noch was Zeit. Wie ihr seht, noch ist es hell draus. Es wird auch relativ schnell dann dunkel. Und ja, bei euch ist natürlich wahrscheinlich schon dunkel. Ich bin eine Stunde voraus. Aber wenn bei euch in Europa jetzt oder in Deutschland die Sommerzeit kommt, dann sind wir gleich. Dann sind wir ja pari pari sozusagen, gleiche Zeit. Und die eine Stunde Unterschied ist für die Kommunikation absolut belastend. Ich spielt keine große Rolle. Da kann man sich einrichten. Aber wenn ich jetzt in Asien wäre oder so, 6, 8 Stunden oder Australien, Neuseeland noch mal mehr, also dann kann ich ja nur nachts arbeiten. Und dann bin ich nicht ganz sicher, ob das für mich so. Ich bin zwar, ja, wäre kein Problem, aber ob ich das so toll finde, das weiß ich nicht. So, hier geht jetzt so langsam. Also eigentlich ist so, hier sind zwei Wetterphasen. Sommer, sonnig, nicht heiß. Wir sind ja am Meer, eigentlich sind wir zwei Meeren im Westen der Atlantik und im Osten der Indische Ozean, der wärmer ist. Und der Sommer ist sehr angenehm. Also die Sonne ist kräftig, aber man schwitzt eigentlich nicht. Total frische Luft und eigentlich nie schwül. Also ich habe die Zeit wirklich sehr genossen. Jetzt langsam merkt man, dass das Wetter so sich dreht, obwohl es immer noch sehr schön ist, wie man vielleicht möglicherweise auch bei mir sieht. Und der Winter ist aber feucht und ein bisschen uselig, wie man so im Rheinland sagt. Und ja, und windig, ja. Aber nicht kälter als 10 Grad soll so sein. Aber also gerade die Kapregion, Kapstadtregion, ist für Europäer ideal. Man fliegt über Nacht oder ein bisschen mehr als eine Nacht, aber man fliegt und kommt in ein sehr bekanntes Klima. Zeitzone ist bis auf die eine Stunde dieselbe. Es ist wirklich, wirklich sehr angenehm. Und ich meine, Kapstadt gilt als eins der am besten bewohnbaren Regionen der Welt. Also da gibt es irgendwelche Umfragen und das ist immer wieder wird Kapstadt genannt. Wusste ich vorher übrigens auch nicht. Ne? So, ich gucke nochmal. Okay.
Dann wollte ich sagen, nee, es sind ja noch 4 Minuten. Heute ist es, oder heute Nachmittag ist jetzt doch windig geworden. Deshalb muss ich reingehen und ich muss mir so ein bisschen improvisieren, weil das Internet hier, also ich habe jetzt hier das Laptop auf ein paar Bücher gestellt. Ich sitze auf einem Hocker mit 2 Kisten, weil in der Höhe ist besserer Empfang. Aber da kann man, manchmal seht ihr dann hier hinten, wenn so eine Windböe reinkommt. Aber das ist Klang auf hohem Niveau. Ich bleibe noch bis Mitte April. Also das heißt, die nächsten 2 Lives am Donnerstag, ne, 18 Uhr, noch von hier. Und dann muss ich den Titel ändern. Dann geht es nicht mehr live aus Kapstadt, sondern live aus dem Rheinland. So einfach ist das. Ne? Aber alles hat mal ein Ende. Und also, ich habe es sehr genossen. Ich habe wirklich die beste Zeit meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Weil es einfach mir so viel gebracht hat. Und also hier bin ich übrigens, es nennt sich Little Lemon Tree, das wird von Ralf, kommt aus der Düsseldorfer Region, das geleitet, das gehört immer auch. Und das sind so einzelne Zimmer hat man und viel, also man ist viel draußen, das ist eigentlich wunderbar. Ich werde mal ein Video machen und dann hier einstellen. Gut. Okay. Also, Zoom macht auch direkt die Sprache, ich sehe das, Zoom macht direkt das, was ich rede, als Text. Künstliche Intelligenz. Ich will nicht sagen, es ist erschreckend, aber es ist so, wie es ist. Ja, da das Licht hier ein bisschen nicht wirklich hell ist, habe ich mir noch eine Lampe, so eine kleine Lampe, eine Aufstecklampe. Kann man nicht wirklich sehen. Ja, an das Laptop gemacht. Und deshalb habe ich so Ringe. Spiegeln sich Ringe im Glas meiner Brille. Also, das sind nicht meine Augen. Gut. 18:59, dann fangen wir jetzt gleich an. Ich könnte ja langsam mal den Bildschirm freigeben. Nochmal. Okay. Das mache ich natürlich erstmal. Ja, es hat letztes Mal gut geklappt. Warum sollte das jetzt heute nicht auch klappen? Da seht ihr hin, da kommt immer wieder so eine Windböe rein. Das wäre nicht draußen, wäre es vom Internet besser gewesen, aber das wäre nicht angenehm. Dann ist es dunkel, da sieht man eh nichts. Gut. 59, 59, 19, also nein, 18 Uhr war ich. Hier ist 19 Uhr. Okay, 28. März, Donnerstag, Gründonnerstag, Feiertag für die Katholiken und die Evangelien haben am Karfreitag, wenn ich mich recht erinnere. Und eine schöne Geschichte, mein Vater hatte bekommen, auch aus dem Rheinland, hat immer gesagt, ach, bei dem einen Tag, also nehmen wir an dem Katholikentag, sind die Protestanten in den Garten gegangen, haben viel Lärm und also Feuer, Wetter angezündet und so, das gerochen. Also die haben die andere Partei sozusagen gestört und am letzten Tag war es umgekehrt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann legen wir los. Ich begrüße euch herzlich zum eigentlich zweiten Live aus Kapstadt. Mein Name ist Rudolf Bolzius, Dr. Rudolf Bolzius. Doktor ist nicht mehr so richtig wichtig. Ich bin Arzt und beschäftige mich seit wirklich fast Ewigkeiten mit dem Mittelschonen, den Kraftwerken der Zelle und möchte jetzt in dieser Serie etwas über die Grundlagen des Wissens über die Mittelschonen. Woher kommen die? Es wird ja immer gesagt, das sind die Kraftwerke der Zelle, der Zellen. Und ich werde Hintergrundwissen, ne, euch präsentieren. Wo kommen die eigentlich wieso sind die eigentlich in unseren Zellen? Das wird nämlich heute das Thema sein. Dafür gebe ich jetzt mal den Bildschirm frei. Oh, hoffentlich klappt das. Ja, ich habe das auch geschafft. Ich bin ja auch noch im Bild. Super. Aber jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Na, gut. Ich hoffe, man sieht das jetzt.
Ich kann ja auch auf dem anderen. So, genau. Und jetzt eine starke irgendwo gibt es ja. Moment mal. Bildschirmpräsentation. Und habe ich eine Nachricht da? Bildschirmpräsentation von Anfang an. Jetzt gucke ich auf dem Facebook-Bildschirm. Der wird verzögert übertragen. Und das müsstet ihr jetzt sehen. Okay, also das ist jetzt heute 28.3. 18 Uhr ein paar gequetschte. Und es geht heute zum ersten Mal in den Grundlagen um die Mitochondrien und den Ursprung. Den will ich heute in 30 bis maximal 45 Minuten darstellen. Ich will es nicht zu lang werden lassen. Lieber mehrere. Und übrigens, es wird auch aufgezeichnet, sodass es dann in dem Facebook-Profil oder in meinem YouTube-Kanal abgespeichert und hochgeladen wird. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, das ist etwas, was viele von euch kennen, eine schematische Zeichnung. Jetzt mal gucken, ob die. Nee, Moment, das war zu schnell. Geht meine Maus. Gucken, ob die Maus geht. Ja, die wird übertragen. Okay, also ganz Grundprinzip. Eine Zelle besteht aus mehreren Einheiten, natürlich der Zellkern, sehr wichtig. Und vielleicht gehe ich noch dazu mit dem DNA, mit dem Erbmaterial, dann bestimmte Einheiten, wo Proteine gebildet werden und vor allen Dingen auch Mitochondrien. Der Name Mitochondrien ist zusammengesetzt aus Mitos und Chondros. Das ist griechisch und heißt, Mitos ist der Faden und Chondros ist der Kern. Und die Geschichte dazu ist, wie die ersten Mikroskope, also wie die Wissenschaft anfing, in die Zelle gucken zu können über die ersten rudimentären Mikroskope. Dann haben manche gesagt, das sind ja runde Dinger. Und andere haben gesagt, das ist aber so ein länglicher Kolben. Ne? Und das war dasselbe. Und zwar, weil es ist nur die Frage des Anschnittes. Also wenn ich die Gurke, ich habe jetzt hier das, nimm mal das. Nimm mal an, das wäre jetzt eine Gurke, wenn ich die jetzt so durchkatte, dann habe ich natürlich den Kern, habe ich was Rundes. Wenn ich die Gurke längs schneide, um das im Mikroskop zu sehen, dann habe ich so ein längliches Gebilde. Und hier sind die alle so schön länglich, aber die Wahrheit ist das nicht so. Das ist ein Durcheinander. Und ganz entscheidend, was immer wieder bis heute wird die Zelle so dargestellt, aber das gibt die Realität überhaupt nicht wieder, weil in den Zellen sind Hunderte bis Tausende von Mitochondrien, weil sie so klein im Verhältnis zur Zelle sind. Und deshalb können die da auch eingepackt werden. Ich vergleiche das immer, wenn du jetzt so mal einen Tennisball hast oder einen Fußball und machst den voll dicht in das Bällen. Dann kriegst du vielleicht 50 rein. Ist jetzt geschätzt. Wenn du aber ein Styroporkügelchen rein tust, da kriegst du deutlich mehr. Und wenn du jetzt Sandkörner rein tust, den halben Fußball mit Sandkörpern voll machst, ja, dann weißt du, dann kannst du mal anfangen zu zählen. Dann wirst du auch auf Tausende kommen. Jetzt zurück zu Menschen. Man sagt, eine Eierstockzelle bei der Frau hat ca. 100 bis 150.000 Mitochondrien. Das ist schon wirklich viel. Und deshalb wird eigentlich die Bedeutung, wird da eigentlich gar nicht, hier in diesem Schema gar nicht so deutlich, was die für eine große Rolle spielen. So, und das ist mein Mentor und Lehrer, Dr. Heinrich Krämer. Wie ich gehört habe, ist er mittlerweile verstorben. Wir hatten da am Schluss, die mit ihm zu tun hatten, keinen Kontakt mehr. Er hat eigentlich für mich bahnbrechende Buch geschrieben, Die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin. Weil beides hat letztendlich auch mit dem Mitochondrien zu tun. Da gibt es verschiedene Auflagen, der Inhalt ist aber derselbe. Und ganz ehrlich, das Buch ist sehr schwer zu lesen. Also wenn man tief im Thema drin ist, dann ist es sehr interessant, aber für einen. Ich will jetzt hier keinen schlecht machen, überhaupt nicht. Aber für einen Laien ist das Buch eigentlich, also es ist schon wirklich
Ich habe es damals, das ist 20 Jahre her, drei, vier Mal gelesen dürfen oder lesen müssen, bis ich das verstanden habe, was er wirklich meinte. Und ich bin dann auch zu Seminaren, Fortbildung, Wochenende, Woche Seminare gefahren und habe eigentlich ihm an den Lippen gegangen, weil ich furchtbar, das nicht furchtbar, weil ich das Gefühl hatte, wow, genau das ist, das fehlt mir irgendwie. Und mein Herz hat die Antwort gegeben. Gut, dann gehen wir weiter. Und das sind Themen, die ich, oder Fragen, die ich muss leider jetzt ablesen, aber die einfach sehr wichtig sind. Wie haben sich die Mitochondrien bzw. ihre biologischen Vorfahren vor sehr, sehr langer Zeit, nämlich vor ungefähr 2 Milliarden Jahren, 2 Milliarden Jahren sind 2000 Millionen Jahre, viel früher als das Erscheinen der ersten Urmenschen, also des ersten Homo auf Erde entwickelt oder entwickelt. Welche Bedingungen auf der Erde haben in den ersten circa 2 Milliarden Jahre der Erdgeschichte geherrscht oder waren vorhanden? Klimatische Atmosphäre. Das werde ich etwas beleuchten, damit das verständlich wird, die das Leben ermöglicht haben. Übrigens, ich habe kein Geheim, also ich habe keine bahnbrechende Antwort auf die Frage. Wie ist die erste Zelle entstanden? Ob sie aus Weltall kam, ist das Leben überhaupt außer der Erde noch anderswo möglich? Das sind fast philosophische Fragen. Das weiß ich nicht. Da kann man unendlich spekulieren, aber das ist eigentlich nicht, das ist nicht mein spannendes Thema. Mein spannendes Thema ist das hier. Gut, okay. Sind die dritte Äußerung, sind die Mitochondrien in unseren Körperzellen nur einem Zufall der Natur zu verdanken oder gar einer göttlichen Schöpfung? Welches einmalige und einzigartige Ereignis war maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung der Mitochondrien und damit auch des komplexen mehrzelligen Lebens? Es ist ja, der Mensch ist ja nicht am Anfang der Evolutionsgeschichte da gewesen, sondern ehrlich gesagt ganz, ganz am Schluss. Wenn ich die lange Zeit der Evolution, kommt jetzt gleich eine Grafik. Ich stelle jetzt mal eine Frage, könnt ihr mal überlegen, aber ich weiß nicht, wie ich mit euch in Kontakt treten kann. Das wird beim nächsten Mal hoffentlich dann gelöst werden. Also, wenn ich die erste biologische Zelle auf der Erde nehme und dann den heutigen Tag, das ist wirklich deutlich über 4 Milliarden Jahre, das ist eine lange Zeit. Und wenn ich das in der Theorie im Kopf zusammen komprimiere auf einen 24-Stunden-Tag, um wie viel Uhr ist der erste Mensch, also der Homo erectus, da hier in Afrika ein bisschen nördlicher, der vom Baum runter ist und wo die Wissenschaftler sagen, das war wohl der erste. Die können nur aus diesen Spuren das herausfiltern. Wann ist der erste Mensch erschienen? Und die Schätzungen sind so zwischen 3 und 6 Millionen Jahre. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Für die Natur ist das ein Wimpernschlag, gar nicht so. Für mich ist aber viel entscheidender, welche Bedingungen auf der Erde haben in den ersten 2 Milliarden Jahren der Erdgeschichte, das habe ich ja schon gesagt, okay, geherrscht, die das Leben ermöglicht haben. Drittens, sind die Mitochondrien in unseren Körperzellen nur einem Zufall der Natur zu verdanken? Ich kriege immer wieder mal Nachrichten von sehr Bibeltreuen und Bibelanhängern. Und wir sind uns gar nicht so weit entfernt. Ich kann nur nicht dem zustimmen, dass laut Bibel wäre das Leben, hätte Gott das Leben vor 3 oder 6 Millionen Jahren entwickelt. Also das ist etwas, da würde ich mich gern mal mit drüber unterhalten. Vielleicht mache ich das auch mal hier in diesem Raum. Ich habe schon jemanden im Kopf. So. Dann die zweite Seite wieder mit drei Fragen. Wie hat die Natur im Laufe mehrerer Milliarden Jahre der Evolution den kompliziert erscheinenden Zellstoffwechsel organisieren und aufeinander abstimmen können? Steckt eine verborgene Kraft dahinter oder sind die Ereignisse logisch, weil biologisch nachzuvollziehen? Warum lässt sich biologisch mit dem Entwickeln der Mitochondrien von weit über mehr, also vor weit mehr als 2 Milliarden Jahren auch die Grundstruktur der modernen Zelle mit Zellkern, Mitochondrien und anderen erklären. Also die Zelle, die ich eigentlich im Schema gezeigt habe.
Und das ist das, woraus wir bestehen. Und viele, viele andere Lebewesen, ne, eigentlich alle, außer zwei verschiedenen Gruppen, nämlich Einzeller. Was haben diese Erkenntnisse mit dem heutigen Verständnis von den Mitochondrien, zum Beispiel als Kraftwerke der Zelle, zu tun? Das sind die Fragen, die ich im Laufe des heutigen Abends, aber auch der nachfolgenden Abende gerne ausarbeiten möchte. Ich muss eigentlich immer dahin gucken, aber ich habe hier habe ich den Text und hier habe ich noch ein zweites Bild von mir. Also ich muss mich sehr konzentrieren. Gut, und jetzt kommt, ja, es ist wahrscheinlich ziemlich klein für euch, aber ich hätte es noch länger ziehen müssen. Aber das ging nicht. Das ist die Erdgeschichte, so wie sie dargestellt ist. Hier unten, also das sind immer Millionen Jahre, 4600 Millionen Jahre sind 4,6 Milliarden Jahre. Da hat die Erde angefangen zu existieren. Wie ist das passiert? Ja, aus einem Feuerball haben sie, da ist dann Massenanziehung, dann sind Kometen und was weiß ich nicht zusammengekommen, haben eigentlich nur einen absoluten Feuerball kreiert, der sehr heiß war und jetzt immer noch ist. Woher kommt denn die heiße Lava? Dann ist irgendwann mal eine Erdkruste gebildet, aber im Innern, das wissen wir jetzt, ist ja immer noch in Island, also dieser Spalt ist sehr aktiv. Und das Dörfchen Grindavik, ich gucke das immer mal, dieses Dörfchen Grindavik ist nicht mehr bewohnbar. Gut, aber Island liegt nun mal auch an so einer tektonischen Spaltbildung. Und da geht die amerikanische und die europäische oder eurasische Platte driften auseinander. Ja, und dann kommt das Magma von unten hoch. Aber das ist gar nicht heute das Thema. So, das war der Beginn der Erde, da war noch kein Leben möglich. Da kam Wasser auf die Erde, weil ein Lavagestein lässt kein Leben zu. Das ist nicht möglich. Aber durch das Wasser von Kometen aus dem Weltall, also alles Wasser, was hier auf der Erde ist, ist Weltallwasser, recycelt sozusagen, hat sich dann der erste Ozean gebildet, der sogenannte Urozean. Und relativ schnell, ich finde es relativ schnell, nämlich hier bei Ozean bei 4 Milliarden Jahren, dann die ersten Einzeller, Bakterien oder sagen wir mal Einzeller, weil da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Das ist nicht ganz deutlich ausgearbeitet. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren. Das heißt, das Leben, das biologische Leben, ist etwa 3,5 Milliarden Jahre alt. So, und das ist eigentlich Stand der Dinge der Wissenschaft heute. Es war ja keiner dabei und das Internet gab es ja auch noch nicht. Dann, diese Zeit werde ich auch noch ein bisschen ausklammern müssen. Nämlich dann kam hier eine neue Einzellart, die sogenannten Eukaryoten. Und das ist sehr wichtig, weil das hat auch mit den Mitochondrien zu tun. Das ist vor etwa 2, eigentlich 3 bis 2 Milliarden Jahren gewesen. Eukaryoten heißt, das sind Zellen mit einem echten Zellkern. Die Einzeller, die Bakterien und die andere Gruppe, die ich gleich noch definieren werde, die haben kein Zellkern. Die sind einfach nur Zellen, die sich teilen können, aber ohne Zellkern. Aber mit Genmaterial. So, und dann haben wir eine relativ lange, sehr lange Zeit, man könnte, also für unser Thema, eigentlich langweilige Zeit. Ja, eigentlich ist das entscheidende Ereignis, nämlich hier passiert mit dem Auftreten der Eukaryoten. Weil gleichzeitig sind dann auch die Mitochondrien entstanden. Und wie dieser Zusammenhang ist, den erzähle ich jetzt gleich. Mach ich ja jetzt schon. Okay, dann, ja, hier vor 160, ja, das finde ich schon sehr lange, vor 160 Millionen Jahren der Homo sapiens. Also wie gesagt, das sind die Schätzungen. Wann war ein Mensch ein Mensch? Ein Homo? Okay, da kam. Aber das spielt für das Thema Mitochondrien eigentlich die absolut geringste Rolle, muss ich wirklich sagen. Und hier rechts seht ihr auch noch die Erdbewegung, also die Kontinentalbewegung. Und das ist im Zeitraffer von Milliarden Jahren ist das schon eine Bewegung. Wir kriegen davon nichts mit. Ich glaube, Amerika und
Europa bewegen, entfernen sich jedes Jahr 6 oder 8 Zentimeter entfernt. Ja, ich meine, da kann man wirklich sagen, ich glaube, das kriegen wir nicht. So lange leben wir nicht, dass wir dann auf einmal sagen, ach, jetzt ist Amerika aber weit weg. Also für manche vielleicht gefühlt, aber ist aber nicht so. Gut, ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe, dass die Erdgeschichte 4,5 Milliarden Jahre ist und dass das biologische Leben vor etwa 3,5 Milliarden Jahren begonnen hat. Dann bei etwa 2,3 Milliarden Jahren hat es ein ganz entscheidendes Ereignis ist passiert. Und dann war Ruhe heißt nicht, dass nichts passiert ist. Aber dann hat also für das Thema Mittelstunde nicht mehr Entscheidendes passiert. Dann haben sich, das hat sich das Leben vom Einzeller zum Mehrzeller, zum Anima, zum Tier und weiterentwickelt. Natürlich. Also auch ein diese Dinosaurier ist ja nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Och ist kreiert worden. Und dann ist er weg, sind die alle gestorben. Durch wahrscheinlich einen Kometeneinschlag. Nein, das ist, für mich ist das schon eine Reihenfolge über die Zeit. Es ist einfach eine unfassbar lange Zeit. So, also um es kurz zu machen, es geht weiter. Jetzt gehe ich in die Biologie rein und erkläre euch, wie die Klassifizierung von Lebewesen stattfindet. Und zwar Lebewesen und dann die oberste Untergruppe, also eigentlich die erste Schublade oder die, also wenn ein Schrank große Schubladen hat und in jeder Schublade ist eine etwas kleinere und dann, also wie die Matrioschka so etwa. Und also wenn es ein Lebewesen ist, gibt es natürlich die lebende Materie und die tote Materie. Und was lebt, wird in Domänen einklassifiziert. Es waren noch keine Pflanzen da, sondern es gibt drei, nee, zwei. Das war bis der Stand der Dinge bis zu den 90er Jahren. Es gibt zwei Domänen von Einzellern. Und zwar Bakterien, die kennt ja jeder. Und wie ich eben erzählt habe, die Eukaryoten, also die Zellen mit einem echten Zellkern, die sich wirklich schon sehr stark unterscheiden. Wie ist das passiert, dass auf einmal eine andere Einzelart, also eine ganz unterschiedliche Architektur der Zelle entstanden ist? Und das ist die entscheidende Frage. Und das hängt auch mit dem Mitochondrien zu tun. Also, Karl Woese war der aufgrund von Forschungen, da ist man in die Tiefe, hatte man die Technik, dass man Tiefseetauchfahrten machen konnte und hat dort unten eine Einzelart gefunden, die man nicht einklassifizieren konnte. Es ist nicht Bakterien, es ist nicht ein Eukaryoter. Was ist das? Und Karl Woese, der ist nicht lange her, aber ist gestorben halt, jetzt vor 12 Jahren, der hat gesagt, das ist eine neue Domäne, eine dritte Domäne, neben den Bakterien und den Eukaryoten. Ganz wichtig. Und der hat sie genannt, die Archaeen. Wahrscheinlich, weil die Annahme ist, das sind die ersten Lebewesen oder die ersten Zellen auf der Erde. Ganz genau weiß man es nicht. So, und kennt ja das bestimmt, der Stammbaum des Lebens, der sich immer weiter verzweigt. Und da habe ich, hier sieht man, die ist ein bisschen unscharf. In Blau die Bakterien, in Rot die Archaeen und dann die Eukarya. Das heißt, es sind irgendwie da unten wäre die LUCA, Last Universal Common Ancestor, also der letzte gemeinsame Vorfahre, also irgendeine Einzelzelle, ein theoretisches Gebilde. Und dann hat sich das aufgespalten in die Bakteriengruppe, die Domäne, in die Archaeendomäne und in die Eukarya. Hat man immer angenommen. So. Aber keiner hat wirklich gefragt, woher kommen denn die Eukaryotenzellen? Weil die unterscheiden sich, weil sie haben schon einen Zellkern. Und auch da spiele ich, möchte ich, manche auch sagen, das kann nur ein Gott kreiert haben. Und ich bin da überhaupt nicht gegen, aber so einfach ist es nicht. So, dann eine sehr streitbare Forscherin, Lynn Margulis, die 2011 gestorben ist. Hat sich schon sehr viel, Biologin hat sich in Amerika sehr viel mit den Dingen auseinandergesetzt und hat behauptet,
Ja, diese Eukaryotenzellen sind durch eine Symbiose entstanden. Symbiose heißt, dass sich andere Zellen symbiotisch verhalten. Es ist auch dieses Buch der symbiotische Planet, sehr, das ist wirklich interessant zu lesen. Und Ihr Zitat, absolut korrekt, weil ich das auch wirklich so sehe und fühle. Aus der langfristigen Sicht der erdgeschichtlichen Zeiträume sind Symbiosen wie Lichtblitze der Evolution. Und das ist dieses einmalige und einzigartige Ereignis vor 2,3 Milliarden Jahren. Das hat schon 1967 übrigens gesagt. Und die Archäa, also diese Entdeckung dieser neuen Einzelart, die war später. So, und aus dem Stammbaum ist jetzt der Ring des Lebens entstanden. Der Ring, es gibt auch einen Artikel im Zeitmagazin, ich bin nicht ganz sicher, ich habe den noch. Der Ring des Lebens schließt sich. Hier sind die Bakterien oder hier die Archaeen, die beiden Einzelarten. Und aus der Symbiose, dass die beiden symbiotisch verhalten haben, ist die dritte Einzelart entstanden. Und dann hat sich der Zellkern und die Mitochondrien entwickelt. Und das hat eine fundamentale Bedeutung. Und das ist heute absolut anerkannte Meinung der Biologen und der Wissenschaftler, dass das so ist. Ich habe das ein wahnsinniges Glück, dass in dem Bereich ein sehr berühmter Professor, ein amerikanischer Professor, Bill Martin, eigentlich bei mir im Rheinland um die Ecke, nämlich in Düsseldorf, lehrt. Ich habe eigentlich vor, den mal zu besuchen. Ah, mal gucken. Ist hochinteressant. So, also noch, das ist einfach wichtig. Aus zwei Einzelarten ist etwas passiert, nämlich eine dritte. Ja, also sozusagen wie mein Arm und dann kommt hier oben noch was Neues drin. Nicht aus dem Stammbaum, das ist kein Stammbaum, das ist eine Neuerschaffung einer neuen Domänennacht. Und daraus hat sich das Leben dann erst wahnsinnig weiterentwickelt. Ich gehe nochmal zurück. Erinnert euch hier an dieses Zeitschema. Hier waren die Eukaryoten, also da ist das schon passiert, was ich jetzt gleich noch deutlicher ausarbeite. Und dann kann man dann relativ, also, nee, hier ist eine Zeit von über 1 Milliarde Jahren, dann Weichtiere, Tiere mit Gehäuse und so weiter. Und dann in den letzten Millionen Jahren, letzten 500 Millionen Jahren, 600 Millionen Jahren, da ist das Leben fast explodiert. Nennt man die kambrische Expansion, nämlich im Kambrion. Kambrion, hier unten ist das Kambrion. Das ist 405, also vor 500 Millionen, nicht Milliarden Jahren. Okay, also das gibt es auch nicht. Man schätzt ja, dass das Weltall, der Kosmos, der sogenannte Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren war. Dann ist zuerst die Sonne entstanden und dann später die Erde, die ist geschätzt 4,5 Milliarden Jahre. Okay, jetzt gehe ich wieder vor. Soweit, so gut. Wie gesagt, ich kann noch nicht mit euch interagieren. Da entschuldige ich mich, aber man kann ja auch nachträglich Fragen stellen. So. So, und jetzt kommen wir auf die Gründe. Was war der Grund? Oder was könnte ein möglicher Grund gewesen sein, dass diese beiden Einzelarten eine Symbiose zu etwas Neuem gemacht haben? Und das finde ich auch ein wahnsinnig tolles Grundprinzip. Es sind zwei Gründe für die Symbiose. Zum einen, genau in diesem Zeitfenster von etwa 2,2 Milliarden Jahren war ein rapider Sauerstoffanstieg festzustellen. Und zwar Oberfläche, also das Leben war sowieso in der Zeit nur im Meer. Die Atmosphäre war noch völlig toxisch. Nur im Meer und die oberflächennahen Einzeller, nämlich die Bakterien, die hatten schon durch Photosynthese, also sie hatten Sonnenlichtnutzung, haben sie als Abfall Sauerstoff produziert. Der Sauerstoff wurde natürlich zuerst ins Meer abgegeben. Das Meer hatte viel Platz und es hat auch nicht lange gedauert, bis der Sauerstoff dann richtig angestiegen, der Sauerstoffgehalt im Meer angestiegen ist. Und dann später dann war dieses Meer gesättigt, dann ist es in die Atmosphäre abgegeben worden.
Und so hat sich dann langsam die Atmosphäre zu dieser Atmosphäre gewandelt, die wir jetzt haben, 21% Sauerstoffanteil. So, also einer der Gründe, einer der beiden Gründe, Sauerstoffanstieg. GOE, das ist Englisch Great Oxidation Event, also die erste große Sauerstoffkatastrophe. Und dann das zweite, eigentlich fast zeitgleich, also vielleicht 100 Millionen Jahre zeitgleich. Die erste von drei Totalvereisen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung des Lives eine tolle Grafik gefunden, die ich auch in, ich habe ein Buch geschrieben, in das Buch noch einbauen, weil das ist, macht einem das sehr plastisch. Also ich will hier diese Begriffe, ist gar nicht so wichtig. Die Vereisung ist ein Eiszeitalter, das vor ca. 2,3 Milliarden Jahren, das sieht man, das ist immer wieder derselbe Zeitraum. Beim Übergang zwischen dem Archaikum und dem Proterozoikum, das heißt einer bestimmten Zeitspanne und etwa, also begann und etwa 300 Millionen Jahre angedauert hat. Sie wird auch archaisches Eiszeitalter oder huronische Eiszeit genannt. Okay, aber es waren die zwei Gründe: Sauerstoffanstieg und Eiszeit. Und wenn die Erde komplett von Eis bedeckt ist, was machen denn dann die sonnenlichtabhängigen meeresoberflächennahen Bakterien? Denen drohte das Licht auszugehen. Die waren in einer Überlebenskrise. Und was machten die Einzeller, die mit Sauerstoff nicht umgehen konnten? Die waren auch in einer Überlebenskrise, nämlich die Archaea-Gruppe und die Bakteriengruppe hatten, das waren zwei große Ereignisse und das betraf beide Einzelarten. Und dann ist etwas passiert, was ich extremst toll finde, also hier, was ich jetzt gleich erkläre, aber hier ist diese Grafik, die ich jetzt gefunden habe. Hier unten ist die Zeitachse der Erde, also die Erde ist 4,567 Milliarden Jahre alt. Und es hat in dieser langen Zeit dazu gereicht, Bakterien und Archaea zu erschaffen, zu kreieren, wie auch immer. So, und dann kam durch diese Photosyntheseleistung bestimmter Bakterienarten, kam es zu einem Sauerstoffanstieg. Und das ist nämlich der Sauerstoffanstieg. Und da ist das schon recht hoch, also nicht mit heutigem Maß zu messen. Und es war entscheidend, das Leben war erstmal im Meer, bis das Landleben begann, da hat es noch lange gedauert, was auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber hier hat das entscheidende Ereignis stattgefunden, weil nämlich hier beide Einzelarten hatten beide Überlebenskrise. Und dann ist etwas passiert, was extremst toll ist, nämlich die haben gesagt, wir machen eine Symbiose. Das, was die Lynn Margulis als Endosymbiose und mein Lehrer Dr. Krämer hat das immer die Zellsymbiose genannt. Ja, also, und das erklärt einfach das Leben und das komplexe Leben viel, viel besser. Und ich deshalb, hier ist es nochmal aufgezeichnet. Es ist nicht so dieser Stammbaum entstanden, es wäre sehr schön und sehr einfach, aber es kann nicht so abgelaufen sein, sondern es ist die Symbiose, der Ring des Lebens schließlich. Die beiden Einzelarten hatten Krise. Im Prinzip jetzt, ich bin sonst kein Freund von diesem Vermenschlichen, aber die haben sie angeguckt und haben gesagt, hey, geht's dir auch so schlecht? Ja, mir geht's auch so schlecht. Ich habe kein Licht mehr. Aber mir geht der Sauerstoff auf den Senkel, weil ich komme mit der Oxidation komme ich nicht klar. Habe ich nicht gelernt. Und dann haben sie gesagt, hey, aber du kommst ja mit dem Sauerstoff klar. Aber du hast kein Licht. Lass uns doch versuchen, was zusammen zu machen. Ein Joint Venture. Und dann ist das hier sichtbar in Form der Eukaryoten entstanden. Der Zellen mit einem echten Zellkern und Mitochondrien. Das ist auch zeitgleich, also im Rahmen von ein paar 100 Millionen. Ja, so, und das ist entscheidend. Nochmal, also ich will es auch wirklich nicht zu lang werden lassen. Die Mitochondrien sind die Folge dieser Endosymbiose oder Zellsymbiose.
Und die Zelle, die eukaryote Zelle, die sich gebildet hat, besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich aus dem Archaea-Anteil, das ist die Zelle, die die aufnehmende Zelle war, und dem Bakterienanteil, dem sauerstoffnutzenden Bakterienanteil, der, ja, manche sagen, in die Zelle eingewandert ist oder aufgenommen worden ist. Es ist zu einer Symbiose genommen. Und diese beiden Stoffwechsel, auch die genetische Programmierung, das ist eine Meisterleistung der Natur, dass die überhaupt im Rahmen dieser neuen Zelle zusammengefunden haben. Die passten eigentlich überhaupt nicht zusammen. Eine hat Sauerstoff produziert und konnte Sauerstoff verarbeiten. Für die andere Zelle war Sauerstoff toxisch. Absolut nicht zum Überlesen leben. Aber sie haben es geschafft. Also wie gesagt, das finde ich eine Meisterleistung der Natur, dass diese eukaryoten Zellen A überlebt haben und B überhaupt das komplexere Leben ermöglicht haben, weil ohne Mitochondrien, ohne Zellkerne, ohne diese Symbiose wäre das Leben auf der Stufe von Einzellern, von Bakterien und Archaeen nicht richtig weitergegangen. Also ein Zellhaufen hat man gebildet, aber nicht jetzt, sagen wir, dann Organismen, mehrzellige Organismen und dann auch noch differenzierte Zellleistung, sprich Leberzelle, Muskelzelle, Hautzelle und so weiter, zu erschaffen. Das ist alles die Rolle der Mitochondrien. So, ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen mich deutlich gemacht habe. Möchte nur darauf hinweisen, das, was ich jetzt erzählt habe, ist eigentlich alles Bestandteil des Buches Simply Mitochondrien, was ich im letzten Jahr hier in Südafrika geschrieben habe, weil das ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Und ihr könnt eine Leseprobe hier auf dieser Seite Simply Mitochondrien euch angucken. Und ich habe auch noch etwas, das Buch, ich weiß jetzt gar nicht genau, was es kostet, gibt's, ich habe einen Rabattcode eingerichtet, 30% Rabatt, und der Wort heißt, wie überraschend, Mitochondrien. Hier ist die Webseite und ich zeige euch mal, es ist ein digitales Buch, es ist kein aufklappbares Buch, also kein Papierbuch, es ist digital und ich hoffe, dass ich das jetzt auch darstellen kann. Ich gehe mal eben gucken, ja, sieht so aus. Ja, genau. So, jetzt ist das Buch auch zu sehen. Also das gibt es einen bestimmten Zugang. Man kriegt gar kein Buch, man kriegt nur den Zugang. Und ich kann dann im Backoffice immer Änderungen, auch Erweiterungen machen in diesem Buch. Und zum Beispiel diese Grafik will ich da auch einbauen, weil das könnte ich morgen machen. Heute Abend nicht mehr. Okay, gut. Und so ist das Buch, das besteht aus 121 Seiten und ja, so sieht das dann aus. Und so, ihr kennt ja so Prospekte, IKEA-Prospekt zum Beispiel oder Lidl-Prospekt oder was weiß ich. Und genauso ist das aufgebaut. Ich habe da noch mehr Bände vorzuschreiben, aber das liest man alles da. Okay, das wollte ich einfach nur kurz euch erklären. Jetzt gehen wir wieder zurück und ich glaube, das war's. Nächste Woche, am 4.4., werde ich wieder um 18 Uhr hier live sein, wieder aus noch von hier. Und werde erklären, ich habe ja erzählt mit dem Sauerstoffstoffwechsel und dem Gärungs, also noch nicht so richtig, aber mit der Archaea-Zelle und der Bakterienzelle und dass sie eine Symbiose gemacht haben. Damit sind zwei verschiedene Stoffwechsel in die neue eukaryote Zelle integriert worden und wie das abläuft. Das geht nämlich über Gärungsstoffwechsel und über Sauerstoffstoffwechsel. Das heißt, wir haben einen hybriden Motor. Das ist ein Begriff, den ich ein bisschen kreiert habe. Weil hybrides Auto, das nimmt ja auch zwei Energiesysteme und der Stoffwechsel ist auch hybride. Der Sauerstoffstoffwechsel ist eigentlich über die Mitochondrien ist zuständig für die differenzierte Zellleistung. Ich nenne das den Starkstrom. Full Power. Und der Gärungsstoffwechsel ist eigentlich so ein bisschen schwach. Es wird eine sogenannte Energieträgermolekül gebildet. Und im Sauerstoffstoffwechsel in den Mitochondrien ist die
Zahl etwa 16 Mal höher als in dem Gärungsstoffwechsel. Das heißt, da ist mehr Power drin. Und Menschen, die wenig Power haben, haben 90, 95% eine sogenannte Mitochondriopathie, eine Erkrankung der Mitochondrien. Und das ist eigentlich ist das auch, und viele andere Erkrankungen. Da komme ich aber auch später noch dazu. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Wo kommen denn die Mitochondrien her? Und alles hat eine Bedeutung. Der damalige Stoffwechsel, die Bedingungen auf der Erde, das haben wir eigentlich in unseren Genen gespeichert. Wir schauen den Zellstoffwechsel im Rückspiegel der Evolution uns an. Das ist entscheidend. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest. Nur das beste Wetter für euch. Ich habe mitgekriegt, das ist, glaube ich, am Samstag. Schön wird, aber es wächst ja permanent. Okay, das war's jetzt für heute und ich sage wirklich danke für eure Geduld. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich war, jetzt mal gucken. Ja, 37, 1937. Das heißt, 37 Minuten, genau das Ziel erreicht. Zwischen 30 und 45 Minuten. Okay, also wie gesagt, nächstes Mal oder irgendwann schaffe ich es auch eine Fragenrunde, Q&A zu machen. Aber ist halt, ich habe mich schon erkundigt, aber vielleicht bin ich auch zu blöd, wer weiß. Aber irgendwann wird es klappen. Gut, gut. Das war's. Und jetzt gehe ich hier raus und verlasse das Meeting. Macht es gut und wünsche euch wirklich ein schönes Osterfest.